So, hallöchen Leute, willkommen zu einem kleineren Manga-Unboxing, nur drei Mangas. Fangen wir direkt an, XXMe, und das ist wieder von Ima Tomoya. Ziemlich cooler Zeichenstil. Und kann ich nur jedem empfehlen, der so ein bisschen Romanzen mag, und einfach der Zeichenstil ist einfach göttlich, aber ist halt nur Romanze, ne? Das nächste habe ich schon länger drauf gewartet, und zwar High School of the Head, die Parodie. Habe ich mir jetzt gekauft gehabt. Ein Kumpel von mir hat es ja gekauft, aber es war nicht das, was er erwartet hat. Doch mal das mir dann auch verkauft, dann noch günstiger. Habe ich sie mal halt abgekauft. Ich hätte es auch so oder so günstiger bekommen, aber dann habe ich sie mal halt abgekauft, weil ich es nicht mehr wollte. Und es ist ziemlich lustig. Also ich habe schon gelesen, also ziemlich viel Comedy. Also eigentlich nur Comedy. Ihr seht, und der Zeichenstil ist komplett anders. Aber trotzdem sehr, also sehr, sehr lustig. Kann ich nur jedem empfehlen, der High School of the Dead Fan ist, weil das muss man dann haben. Das nächste ist etwas ziemlich cooles, und zwar K-On! Band 2. Es gibt, soweit ich weiß, 4 Bände, und das ist jetzt eben der zweite. Und K-On! Ist eh ziemlich cool, vor allem der Zeichenstil, guckt euch das an. Das ist einfach nur, ja, stylisch. Also, ziemlich cooler Manga. Die ersten paar Seiten sind wie immer farbig, ziemlich viele sogar, finde ich sehr schön. Und kann ich nur jedem empfehlen, der K-On! Mag. Es ist auch dieses größere Format hier. Also das ist zwar dünn, aber es ist das Hochformat, seht ihr hier. Und das war es dann jetzt eigentlich schon vom Manga-Unboxing, weil es nur drei Mangas sind. Demnächst werden viel mehr kommen, aber wir haben erst jetzt Mitte August, und gegen Ende August, Anfang September wird noch mehr kommen, weil ich da schon für diese Monate ziemlich viel bestellt habe. Ja, tschüss Leute.